Wir sind hier in Deiswil, eine Menschenkette wird stattfinden gegen die Schliessung der Kartoffabrik Deiswil. Ich bin ziemlich enttäuscht. Teil waren in den Ferien, haben das alles per Fernsehen oder Internet erst erfahren. Und es kommt mir einfach so vor, als wenn wir mir allen im Prinzip das Herz einfach rausreissen mit dieser Schliessung. Wir haben sie gerne gesehen, wir haben sie geschmückt, je nach Wetter. Es sind Leute von Italien gekommen, mit wohlklingenden, wunderbaren Namen. 33 Jahre bin ich jetzt in Deiswil. Ich habe gerne geschafft, immer Budengänge gut nebeneinander. Die Leute waren mit gerne so schön zusammen. Fast wie ein Familienbetrieb war da. Ich bin als Kleinfeld im Hallenbad, da ist man immer um die Fabrik herumgelaufen und hat immer reingeschaut. Ich habe bis letzte Woche hier noch gewerkt, gerade hier im Hintergrund, im Labor. Wut und Ohnmacht in dem Sinn, dass es jetzt plötzlich so schnell gegangen ist, weil das hätte niemand gedacht. Ich bin vor 34 Jahren da und bin einfach jetzt freigestellt worden. Enttäuschung. Wut. Manchmal ist eine kleine Resignation. Und wenn ich die Leute, die Mitarbeiter anschaue, frage ich mich, was wollen die 255 Mitarbeiter alle zusammen machen?